Werte Zuschauer, heute befinden wir uns in Nürnberg. Hier bei mir steht Samira, sie ist Präparatorin. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus dem Video, das durchs Netz gegangen ist. Liebe Samira, wie empfandest du es heute hier? Was war deine Motivation, heute in Nürnberg hier zu sein? Ich finde immer, dass diese ganzen Demonstrationen oder auch die Spaziergänge in Deutschland immer Kraft geben und Hoffnung man daraus schöpfen kann, um eben auch weiterzumachen auf seinem eigenen Weg. Und deswegen ist das für mich immer sehr krafttankend und gibt mir auch immer ganz viel Mut weiterzumachen und bestärkt mich auch darin in den Dingen, wo ich jetzt eben tue, dass ich mich einsetze für die Menschen, für mich und meine Familien. Und deshalb freue ich mich immer jedes Mal, wenn die Menschen zahlreich erscheinen. Wichtig, dass die Menschen auch jetzt gerade am Ball bleiben. Nicht nur bis zum 16. März, aber vor allem bis dahin. Extrem bei den Pflegekräften. Wie siehst du da den Stand der Dinge? Ja, also die Montagsspaziergänge, das freut mich am allermeisten, weil es alleine zustande gekommen ist und immer mehr Anschluss findet. Am fast jeden Wochentag schon in Deutschland gehen die Menschen auf die Straße, nutzen ihre Rechte dazu aus. Deswegen heißt es ja immer Artikel 20 Absatz 4 unseres Grundgesetzes, das ist das, was wir einfordern dürfen, das ist das, was wir machen können. Und zwar immer dann, wenn unsere sozialdemokratischen Rechte in Gefahr sind, und das sind sie jetzt aktuell extrem, und ich glaube, das sieht jetzt wirklich jeder, und deswegen finde ich das vor allem kraftgebend und hoffnunggebend für die Zukunft. Ich hoffe, es werden immer noch mehr und noch mehr, die Zahlen verdoppeln und verdreifachen sich teilweise, und deswegen finde ich das immer sehr optimistisch, und da kann auch jeder optimistisch in die Zukunft blicken, weil ich glaube, dass noch ganz, ganz viele dazukommen werden, und deswegen bin ich einfach nur gespannt, was die nächsten Wochen, Monate noch bringen werden, und deswegen sage ich immer, alle können optimistisch bleiben, weil 365 Tage im Jahr kann das nicht mehr dauern. Ich höre es von Woche zu Woche von verschiedenen Leuten, dass jetzt immer mehr Geimpfte auch mit dabei sind, Familienmitglieder dabei sind, auch welche, die vehement jetzt die letzten 2 Jahre dagegen gesprochen haben. Und jetzt merkt man eigentlich, dass so ein Wandel gegeben ist. Man sieht es auf den Straßen, und deswegen, ich bin und bleib optimistisch und finde, jeder andere könnte es auch bleiben. Empfindest du denn das als realistisch, dass das Ganze am 16. März wirklich auch durchgesetzt wird? Die Gesundheitsämter beschließen jetzt ja und müssen ja jetzt eigentlich schauen und koordinieren, wie weit es eigentlich realisierbar ist. Wie siehst du das damit? An die Pflegekräfte möchte ich auf jeden Fall sagen, lasst euch nicht entmutigen, lasst euch nicht weiter unter Druck setzen. Besonders für die ist es ja jetzt sehr schwierig, da viele Arbeitgeber, die quasi jetzt die Pistole auf die Brust setzen und sie unter Druck setzen. Ich kann auf jeden Fall sagen, das Betretungsverbot spricht nicht der Arbeitgeber aus, sondern wenn dann das Gesundheitsamt, ist eh jetzt stark überbelastet, und wenn sie dann Tausende von Anträgen bearbeiten müssen, glaube ich nicht, dass das schon am 16.3. umsetzbar ist. Deswegen bleibt am Ball, haltet zusammen. Wir geben jetzt alles auf die Straßen, denn der Pflege die Hand zu reichen, heißt uns allen die Hand zu reichen. Das sind die, wo das gewährleisten. Und deswegen lasst euch von euren Arbeitgebern nicht unter Druck setzen, weil am Ende ist es das Gesundheitsamt, das entscheidet, und die werden erstmal alles bearbeiten müssen. Und es wird noch nicht am 16.3. dann eigentlich für alle schon entschieden sein. Ja. Also ich rate den Menschen auf jeden Fall, dass jetzt nicht nur, weil wieder ein Zuckerle dann wieder gegeben wird, also so kleine Lockerungen, die wurde gemacht werden, dass man die wieder zum Entmutigen hernimmt und sagt, ah, okay, jetzt haben wir ein Ziel erreicht, sondern Ziel aller Ziele ist es, wirklich alle Maßnahmen abzuschaffen und wieder in ein normales Leben zu starten, so wie wir es eben schon bei anderen Ländern beobachten können, England, Dänemark, Spanien, es gibt genügend Länder, die es uns vormachen, die es auch besser machen, und endlich mal eine Endemie entgegenblicken, und das wünsche ich mir für Deutschland auch, und vorher ist das Ziel nicht erreicht. Deswegen nicht entmutigen lassen, nicht mit Kleinigkeiten abgeben und am Ball bleiben auf alle Fälle, auch durch den Sommer und bis zum nächsten Winter. Und wenn wir da alle an einem Strang ziehen, klappt das wunderbar. Werte Zuschauer, wir waren hier für Sie am 30.01.2022 nochmal in Nürnberg. Wenn es sein muss, kommen wir definitiv wieder. Liebe Samira, vielen herzlichen Dank für deinen Mut und deine Aussagen und einfach deine Kraft. Dankeschön. Danke.